Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Airbrush TV. Mein Name ist Roger Hassler und heute dreht sich das Ganze um einen neuen Elektroradierer. Der ist nämlich ganz besonders und zwar kann man bei diesem Elektroradierer unterschiedliche Größen von Radierern einstellen. Das gab es bislang her noch nicht und jetzt ist man hier in der Lage mit so einem ganz, ganz kleinen Radierspitze wirklich minimal kleine Details herauszuradieren, was sonst eigentlich immer nur mit dem Skalpell möglich war. Und ja, die meisten Zuschauer wissen ja, dass man halt beim Airbrushen sehr viel, auch je nachdem, was man für einen Untergrund hat, radieren und schaben kann. Und dementsprechend ist es natürlich hier sehr empfehlenswert für den Airbrusher. So, ja, wir gucken uns in den nächsten Minuten einmal an, was man mit diesen neuen Elektroradierer alles machen kann. Aber nicht vergessen, Airbrush TV wird euch präsentiert vom Airbrush Step-by-Step Magazin. So, jetzt geht's endlich los mit dem Radierertest. Ja, der Tenwin-Radierer kommt in so einer Blister-Verpackung und es liegen 13 große Radierstiftspitzen dabei und 10 kleine. Dafür gibt es halt noch weitere Halter, sodass man da halt hier auch sehr gut wechseln kann. Denn die kleinen Stiftspitzen brauchen einen anderen Halter als die großen. Ja, ich denke, es sind ausreichend dabei, sodass man da wirklich eine lange Zeit mit radieren kann. Der große Radierer ist standardmäßig schon mit integriert und kann dann ohne Probleme ausgetauscht werden mit der Plastikhalterung, mit dem kleinen Radierer. Und den kann man dann auch mal unterschiedlich justieren, je nachdem, was man halt machen möchte und wie weit er rausschauen soll. So ist er dann halt hier betriebsbereit. Damit er aber richtig starten kann, müssen zwei AAA-Batterien eingelegt werden. Und das geht also hier ruckzuck und kann dann wieder mit dem Verschluss geschlossen werden. Und dann kann man sofort mit dem Radierer loslegen. Benutzt wird er am besten mit dem Daumen an dem Einschalter. Und hier schauen wir uns das Ganze nochmal hier in einer Demonstration an. Ich sprühe mit transparentem Schwarz diesen Schattenbereich nochmal ein bisschen dunkel. Und da ist wichtig, dass man zu dem Schwarz ein bisschen Wasseranteil mit hinzufügt. Damit ist das Ganze dann auch radierbar. So, jetzt kommt schon gleich die kleine Radierstiftspitze zum Einsatz, um das Ganze zu testen. Und hier sieht man, wie fein man damit radieren kann. Wirklich ganz punktuell, ganz kleine Details, aber es gehen halt auch kleine Härchen. So, und hier nochmal in der Makroansicht, wie der kleine Radierer funktioniert. Und ja, das ging vorher nur wirklich mit äußerster Vorsicht mit einem großen Radierer und so hat man halt hier jetzt die Möglichkeit, viel, viel kleinere Details zu radieren. Und je nachdem, wie man den Radierer halt hält, kann man da unterschiedliche Radiergrößen mit erreichen. Ne? Drückt man also jetzt zum Beispiel nur ganz leicht auf, dann gibt es vielleicht eine kleine Linie und drückt man etwas fester auf, dann wird die vielleicht ein bisschen breiter. So, hier im Vergleich die große Radierstiftspitze, die man sonst auch schon erkennt. Und die ist also hier wirklich deutlich größer. Das Abbild braucht man natürlich halt auch, aber man sieht hier, wie fein der Unterschied dabei ist. Ja, der Tenwin Elektroradierer macht viel Spaß und ist für 8,95 € bei uns im Online-Shop newart-shop.de ab sofort erhältlich.